Zum Start des Sommertrainings werden die Spieler der Lakers auf Herz und Nieren geprüft. Wir sind hier in der Sportklinik in Zürich und der Rajan Zatarić ist da hinten auf dem Velo. Und VO2 Max, das ist ein Wort, das dir vielleicht nicht so viel sagt, aber wir werden es erklären. Der Matthias Ludwig von der Sportklinik Zürich, er betreut hier die Sportler und wird die Werte uns erklären. Ein bisschen feucht ist aber nur Wasser und schon Wasser und Desinfektion. Ja, Matthias Ludwig, was machen wir eigentlich da genau mit den Spielern? Wir machen heute einen maximalen Belastungstest, das heißt, wir bringen die Spieler wirklich an die Leistungsgrenze und testen dabei verschiedene Stoffwechselsituationen, das heißt, wann verbrennen sie Fett, wann verbrennen sie Zucker, wie sind verschiedene Schwellenwerte und wie sind eben auch oder wie ist die VO2 Max, die du vorher schon erwähnt hast, das ist mit das wichtigste Kriterium. Und wie genau passiert jetzt der Test? Also was muss der Rajan konkret machen? Der Rajan muss eigentlich nur Velo fahren, mehr muss er nicht machen. Der Rest passiert automatisch. Er muss mit einer vorgegebenen Kadenz treten und der Widerstand erhöht sich alle 2 Sekunden um 1 Watt und führt dann dazu, dass er irgendwann ausbelastet ist. Das heißt, er kann die vorgegebene Kadenz nicht mehr treten und wird einfach körperlich auch spüren, dass er einfach nicht mehr kann. Irgendwann ist dann einfach Schluss und auf den Moment sind wir dann natürlich gespannt. Shut up and sit down. Sehr schön, sauber. Geht bei dir? Einfach kurz sitzen und atmen. Sehr schön. Spaß gemacht. Also mir. Augen auf bei der Berufswahl. Also er ist ziemlich ausgepumpt, Rajan. Wie war es für dich? Ja. Am Anfang ist es noch gegangen, dann gegen Schluss ist das Becken hart geworden. Ja. Wir lassen ihn ein bisschen ausschnaufen. Es ist brutal. Du hast so etwas schon mal gemacht, hast also eine gewisse Erfahrung gehabt. Was hast du das Gefühl, was bringt das? Ja, aber da sehen wir so ein bisschen die Messwerte etc., wenn man in Zürich kommt und so. Und da kann man dann auch das Programm individuell gestalten. Da sehen wir dann daraus, wer welche Haustüreinheit braucht oder eben Intervall oder was auch immer. Also du siehst es nie, auch wenn es wehtut? Ja, sicher, auf jeden Fall. Der Rajan Zatarić hat sich fertig gequält. Ja, Matthias Ludwig, was für Erkenntnis können wir jetzt aus dem Ganzen rausnehmen? Also erstmal, sie stehen nicht schlecht da. Also das ist, es wird immer so ein bisschen international verglichen und da schneiden sie bis jetzt allesamt ganz gut ab. Auch der Rajan ist jetzt, wir haben zum Beispiel die VO2 Max gemessen, maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, da liegt er jetzt bei 49. So internationaler Standard, Mittelwert ist im Bereich von 50. Also ist er da voll dabei, jetzt schon und jetzt kommt ja erst die Vorbereitung. Das heißt, es wird zu erwarten besser werden und dann, sehe ich es erstmal gar nicht so schlecht. Genau, jetzt kann man ja sagen, Sie kommen aus einer Pause raus. Sie haben 3-3,5 Wochen Ferien gehabt. Ist es dann sinnvoll, nach so einer Pause so einen Test zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also du musst wissen, wo du stehst, wo hast du Defizite und was kannst du machen, dass es besser wird. Und das kriegst du alles aus dem Test raus. Aber es gibt nachher einen zweiten Test, damit man Vergleichswert hat. Ja, selbstverständlich. Das ist für die Trainer wichtig, um zu wissen, haben wir das Richtige gemacht. Und wenn es noch Defizite gibt, wo kannst du noch nacharbeiten? Du machst ja nicht nur mit Eishockey-Spielern so Tests, auch mit anderen Sportlern. Was fällt jetzt auf bei den Eishockey-Spielern im Vergleich mit anderen? Sie können beißen, definitiv. Also rein sportartspezifisch haben sie eine sehr hohe anaerobe Komponente in der Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn die Säure kommt, dann geht es eigentlich erst los. Und da haben sie ein enormes Potenzial oben raus. Das ist bei einem Marathonläufer, Triathlet etc. ist das ganz anders. Sie können sich lang hoch belasten, aber wenn es dann anstrengend wird, dann ist es ganz schnell vorbei. Der Matthias Ludwig von der Sportklinik Zürich. Ja, wirklich spannend gewesen. Und wir werden natürlich dann verfolgen, wie sich das entwickelt im Sommer und auch die Werte unter die Lupe nehmen.